Bei der Grippeimpfung lassen sich in Österreich nur 17% der Chirurgen gegen Grippe impfen. Ja? Das hat eine Dokumentation vor wenigen Jahren in Österreich ergeben. Und wir wissen auch, dass die älteren Ärzte, die erfahrenen Ärzte, die lange in der Praxis sind, ihre Kinder nicht mehr impfen, von Impfen gar nichts mehr halten. Verehrte Zuschauer, wir befinden uns hier vor dem Robert-Koch-Institut in Berlin und beschäftigen uns mit der Frage, wie viel Sinn macht die Tetanusimpfung? Heutzutage lassen Ärzte bei Hautverletzungen den Impfschutz gegen Tetanus, das meint Wundstarrkrampf, überprüfen. Dabei lassen die Gesundheitsämter nur ein Schutzkriterium gelten, einen ausreichend hohen Antikörpertiter. So bezeichnet man die Anzahl an Antikörper im Blut. Doch Publikationen vom Robert-Koch-Institut der Deutschen Seuchenschutzbehörde dokumentieren, dass es in mehreren Fällen trotz hohem Antikörpertiter zu Tetanus kam. Umgekehrt zeigen Untersuchungen, dass in Deutschland 50% der Bevölkerung einen mangelhaften Antikörpertiter haben und trotzdem jährlich sehr wenige an Tetanus erkranken. Es scheint, dass die Höhe der Antikörpertiter für den Schutz vor Tetanus nicht relevant ist. Jedoch ist statistisch belegt, dass der große Fortschritt im Kampf gegen die Tetanuserkrankung ausschließlich durch bessere Hygiene und eine gründlichere Reinigung der Wunden erreicht wurde. Das Merkblatt des Robert-Koch-Instituts bezeichnet Tetanusbakterien als licht- und sauerstoffempfindlich. Das heißt, dass oberflächliche Wunden, die Licht und Luft ausgesetzt sind, nicht mit Tetanus infiziert werden. Selbst tiefere Wunden, die gut durchblutet sind, stellen laut dem Robert-Koch-Institut keine Gefahr dar, da sauerstoffreiches Blut die Tetanusbakterien abtötet. In Ländern mit hohen Hygienestandards gibt es die Erkrankung kaum noch. Folgende Zahlen unterstreichen das. In den letzten 30 Jahren starb in Deutschland kein einziges Kind an Tetanus, obwohl 315.000 davon ungeimpft waren. Pro Jahr erkranken weniger als 20 Menschen an Tetanus und davon sterben 5. Dies zeigt, dass es wichtige Faktoren wie Hygienestandards gibt, die eine Erkrankung an Tetanus ganz ohne Impfung verhindern. Dr. Johann Leubner, Arzt und Impfaufklärer, sagt, schon im 19. Jahrhundert hat der Naturforscher und Philosoph Sir Alfred Russel Wallace erklärt, dass Impfungen Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte sind. Damit ist also ein Impfzwang etwas Diktatorisches, etwas Totalitäres und hat in einer modernen Zeit der Menschenrechte längst nichts mehr verloren. Verbreiten Sie diese Information weiter und helfen Sie dadurch mit, in der Bevölkerung ein Bewusstsein zu schaffen, dass eine Impfpflicht ein folgenschwerer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte ist. Sie haben heute hier diese Demo ins Leben gerufen. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Es haben sich in der letzten Zeit Dinge in Österreich getan, die uns sehr beunruhigt haben. Viele Menschen haben sich an uns gewandt und waren höchst besorgt. Es hat sich heimlich, still und leise ein Impfzwang installiert worden. Ja, und zwar für bestimmte Berufe. Das war für uns selbst jetzt unannehmbar. Und da haben wir gewusst, wir müssen jetzt eine Demo ins Leben rufen, um das in der Öffentlichkeit aufzuzeigen. Ein Großteil der Menschen haben sich darüber noch immer zu wenig Gedanken gemacht und sie glauben das, was die Impfbetreiber über die Medien uns ständig erzählen, dass Impfen schützt und dass Masern gefährlich seien und alle diese Dinge. Und das ist eben nicht richtig und wir wollen, dass das Thema jetzt richtig von der Öffentlichkeit, aber auch in der Politik diskutiert, kommuniziert wird und dass man die eine Seite wie auch die andere Seite auch anhört.
So der Initiator Dr. Leubner. Einen Bericht von der Demo finden Sie unter dem eingeblendeten Link. Doch wer ist eigentlich Dr. Johann Leubner? Hier einige Fakten. Dr. Johann Leubner wurde 2009 wegen seiner kritischen Vorträge und Publikationen kurzerhand aus der Ärzteliste gestrichen. Erst nach 4 Jahren wurde das gegen ihn verhängte Berufsverbot wieder aufgehoben, nachdem seiner Beschwerde vom österreichischen Verwaltungsgerichtshof Recht gegeben wurde. Seither gilt für alle impfkritischen Ärzte in Österreich: Die Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz eines Arztes darf nicht aufgrund seiner Einstellung gegenüber dem Impfen angezweifelt werden. Gibt es aus medizinischer Sicht Gründe für eine allgemeine Impfpflicht? Die allgemeine Impfpflicht wird in jüngster Zeit verlangt, weil man bestimmte Krankheiten, die in Wirklichkeit kaum eine Rolle spielen, zahlenmäßig plötzlich als gefährlich darstellt und als hoch ansteckend. Immer diese zwei Attribute hört man. Masern, sehr gefährlich, hoch ansteckend. In Mitteleuropa, in unseren Lebensverhältnissen, bei unserer allgemeinen Gesundheitsverfassung, ist Masern eine harmlose Erkrankung von wenigen Tagen. Im Vergleich dazu eine eitrige Angina dauert 10 bis 14 Tage. Ja? Und Lungenentzündung und viele andere Krankheiten dauern länger. Das ist das eine, ist eine harmlose Erkrankung bei uns. Nicht etwa im Osten oder in armen Ländern. Dort ist jede Krankheit gefährlich und schwer. Ja? Das ist mal das eine. Und das zweite, das mit der Ansteckung, das wird maßlos übertrieben und ist überhaupt zu hinterfragen, dass man zumindest das Attribut hoch ansteckend gilt in keiner Weise. Das ist immer das eine. Dass jetzt Medizinberufe im medizinischen Fachbereich jetzt sich von heute auf morgen plötzlich sich als Überträger von Krankheiten sein sollen, das ist bitte nicht nachvollziehbar. Denn wie soll ein gesunder Mensch einen anderen, der auch gesund ist, anstecken? Wie soll ich als gesunder Mensch einen anderen gesunden Menschen anstecken? Sollte ich an einer Krankheit leiden oder sollte ich erkranken an einer sogenannten übertragbaren Krankheit, dann bitte gehe ich vom Arbeitsplatz weg, gehe in den Krankenstand und bin zu Hause. Also, und da kann ich das nicht anstecken, wenn ich zu Hause bin. Also schon einmal von dieser Situation her ist das unverständlich und nicht nachvollziehbar. Die erstens zum Beispiel Gefahr der Erkrankung und zum Zweiten die Ansteckungsfähigkeit. Wenn ich gesund bin, bitte soll mir jemand erklären, wie soll ein Gesunder einen anderen anstecken. Und sollte ein Geimpfter, der geimpft ist, nach der Theorie kann auch er ansteckend sein, denn er erkrankt nicht, kann aber auch Mikrobenträger sein. Also auch das gibt nicht die Garantie, dass ein geimpfter Mensch einen anderen anstecken kann, sollte tatsächlich eine sogenannte hohe mikrobielle Belastung da sein. Das ist aber auch nur in der Theorie. Mhm. Ja. Und gibt es Studien, die die Wirksamkeit von Impfungen belegen? Und wenn ja, sprechen die dann eher für eine allgemeine Impfpflicht oder gegen eine allgemeine Impfpflicht? Die einzige wirkliche Vergleichsstudie, eine echte Lebensstudie, die wurde 1967 bis 1971 in der südindischen Provinz Madras durchgeführt. Die sogenannte WHO-Studie von Madras. Dort hat man, das war die einzige Vergleichsstudie, eine Feldstudie, eine groß angelegte, zwei Reservate, 364.000 Menschen in einem Reservat und ebenso viele in einem anderen Reservat, unter gleichen klimatischen Bedingungen, unter denselben Ernährungsbedingungen, unter denselben soziologischen Bedingungen. Diese Studie hat man durchgeführt für Jahre lang. Damals ging es um den BCG-Impfstoff, Impfstoff gegen Tuberkulose. Und da hat sich herausgestellt, dass diejenigen, die nicht geimpft werden, sogar gesundheitlich besser dran waren. Und das ist die einzige objektive Studie, die weltweit durchgeführt wurde. Alles andere, was da behauptet wird, hat die Wirksamkeit oder zumindest das, was wir von der Impfung erwarten, den Schutz vor Krankheiten, nie bewiesen. Jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Aussage von der Frau Dr. Dagmar Belakovic-Jenewein. Sie hat sich nämlich auch zur Impfpflicht geäußert und zwar hat sie gesagt,
Die Entscheidung, ein Kind impfen zu lassen, obliegt nach wie vor den Erziehungsberechtigten und darf nicht zur Diskriminierung führen. In Österreich besteht eben keine Impfpflicht und es haben auch nicht irgendwelche Interessenvertretung oder Lobbyisten darüber zu entscheiden, welche Gesundheitsvorsorgen die Österreichern ihren Kindern angedeihen lassen. Was sagen Sie zu dieser Aussage? Das sagt man jetzt einmal prinzipiell zu Impfungen allgemein und zur Impfpflicht allgemein. Ja? Das bedeutet, dass ja, wir haben ja völlig vergessen, dass die höchste juridische Ebene, die Charta der EU-Rechte, dort steht drinnen, dass ein medizinischer Eingriff wie die Impfung nur nach bewusster Aufklärung und nach persönlicher Zustimmung erfolgen muss. Also es kann niemand mir sagen, ich muss geimpft werden. Ja? Das ist einmal klar und das gehört zu den Persönlichkeitsrechten. Ja, wir sind ja Personen, wir sind ja nicht Tiere in einem Viehwaggon. Das wird völlig so oft hingestellt. Ne? Daher kommt ja auch der Begriff der Impfling. Ja? Eine Person, die jetzt geimpft werden soll. Bitte, ich bin nicht ein Impfling, sondern ich bin eine Person mit Vornamen, Zunamen, mit Erbrecht, mit Staatsbürgerschaft, mit Entscheidungsfreiheit. Also das scheint völlig vergessen worden zu sein. Das ist offenbar die Philosophie der Impfbetreiber, die eine Herde vor sich haben. Darum verwenden sie auch den Begriff Herdenschutz, der übrigens auch eine Erfindung der Impfbetreiber selbst ist. Das geht gegen jedes Menschenrecht. Schon im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert hat der Naturforscher und Philosoph Albert Ras Lluelas erklärt, dass Impfungen Eingriffe sind in die Persönlichkeitsrechte. Ja? Und damit ist also Impfzwang was Diktatorisches, was Totalitäres und hat in einer modernen Zeit der Menschenrechte längst nichts mehr verloren. Nun aber sagen einige Mediziner oder zumindest Lobbyisten behaupten, ja, aber wenn du bei uns etwa auf einer Kinderklinik arbeiten willst, als Krankenschwester, als Labor, als Arzt, dann bitte bist du ein potenzieller Krankheitsüberträger, also ein Keimüberträger und dann möchte das Spital keine Verantwortung übernehmen und das wollen wir nicht auf uns nehmen. Ja? Nun, das ist eine theoretische Überlegung, ist genau genommen kindisch. Ja? Denn noch einmal, wenn ich gesund bin, kann ich keine Krankheiten übertragen. Ja? Und im Krankheitsfall bleibe ich der Arbeitsstelle fern. Ja? Also dann kommt noch dazu, wurde das jemals konkret am Menschen, von Mensch zu Mensch bewiesen, sondern die sogenannte Ansteckung ist ja selbst eine These. Das heißt, wir versuchen uns zu erklären, das hätte so gewesen sein können. Aber es gibt ja heute, wenn man nachdenkt, ist die Ansteckung prinzipiell zunächst hinterfragen. Aber zu sagen, bei dieser geringen Anzahl von Masern, bei dieser harmlosen Erkrankung, deswegen jetzt alle gesunden Menschen zur Impfung zu zwingen, dadurch, ja, wenn du bei mir nicht arbeiten willst, du kannst ja völlig verzichten auf die Impfung, bitte dann arbeite vielleicht irgendwo auf einer Gynäkologie oder arbeite auf einer Augenklinik, aber nicht bei uns, wo die Kinder so gefährdet sind. Ja? Nun denken Sie doch, also bei der Onkologie, da sind ja hoch sterile Bedingungen. Ja? Da dürfen ja selbst Gesunde müssen mit Mundschutz dort arbeiten. Also Gesunde. Und die sind ja nicht ansteckend, ja. Und das ist der Grundfehler. Wie soll ein gesunder Mensch einen anderen Menschen anstecken, ja? Aber das sind Behauptungen. Das sind ganz einfach Gemeinplätze, die übernommen wurden, unbedacht, unhinterfragt. Und so wird das dann serviert. Und es ist natürlich so, dass viele Menschen darüber nicht nachdenken und aus Angst, den Arbeitsplatz nicht zu bekommen oder zu verlieren, tritt etwas ein, was man eigentlich Unterwürfigkeit nennt. Denn solche Dinge der Diktatur und der Totalität funktionieren nur bei zwei Seiten. Der eine, der das anschafft und der andere, der das ungefragt annimmt. Ja? Und diese Zeiten sind heute vorbei. Wir sind gebildet, wir können nachdenken und wir können auch miteinander sprechen. Und aus diesem Grunde ist diese Begründung oder ist dieses Ansinnen, dass jetzt also in medizinischen Berufen, und man hört, das soll ausgeweitet werden, zum Beispiel lächerlich sogar auf die Feuerwehrleute, ja, sogar auf die Feuerwehrleute seit jüngsten, ja, verlangt unser Innenminister, verlangt plötzlich Impfungen für alle Feuerwehrleute.
so anachronistisch wie nur. Bitte, vor vielen Jahren haben die Feuerwehrleute keine Schutzanzüge gehabt, keine besonderen Handschuhe, wurden auch nicht aufgeklärt, wenn sie mit Kadavern und so weiter zu tun hatten. Aber heute, plötzlich sind Kadaver hochgefährlich und hochansteckend, obwohl sie ausgerüstet sind wie nie. Und noch nie ist es vorgekommen, dass Feuerwehrleute überhaupt jemals eine sogenannte Hepatitis B bekommen haben. Aber plötzlich ist das so gefährlich. Und da finden sie dann Krankheiten, die Masern, die Mumps. Ja, warum ein Masern, Mumps, Röteln-Impfstoff? Weil es dieser Impfstoff nur als Dreifachimpfstoff gibt. Plötzlich ist nicht nur Masern gefährlich, sondern auch Mumps und auch die Röteln sind von heute auf morgen gefährlich. Weil es nur den Masern-Impfstoff gibt als Dreifachimpfstoff und nicht etwa beim Röteln so gefährlich ist. Ja. Also das sind einige Widersprüche, die man, wenn man ein bisschen nachdenkt, wenn man die erste und auch die zweite Frage stellt, darauf kommt, daher stimmt es hinten und vorne nicht. Ja. Kommen wir jetzt noch zu dem aktuellen Fall bei der Uniklinik in Graz. Wie beurteilen Sie diese Situation und wie beurteilen Sie die, ja, mehr oder weniger das Vorhaben, eine allgemeine Impfpflicht als Standard einzuführen? Die Impfbetreiber sind sehr erfinderisch. Es ist so, dass im Allgemeinen, sowohl in Mitteleuropa besonders, aber auch weltweit, momentan viel mehr Menschen über das Impfen nachdenken und impfkritisch werden bzw. Impfgegner werden. Und jetzt gehen die Impfquoten zurück. Und jetzt werden die Impfbetreiber nervös. Und jetzt suchen sie Nischen, wo können wir jetzt doch unsere Impfquoten wieder retten. Das sind bei den kleinen Kindern der Mutter-Kind-Pass, das sind in den Schulen, man sagt heute allgemein Gemeinschaftseinrichtungen, und damit meinen sie alle Kinder, denn alle Kinder müssen früher oder später in Kindergarten oder Gemeinschaftseinrichtungen gehen. Sie sagen vornehm Gemeinschaftseinrichtungen, meinen aber in Wirklichkeit damit alle Kinder und dann auch bestimmte Berufsgruppen. Und man beginnt einleuchtend natürlich beim medizinischen Personal, wo die Leute ja doch mit weißem Mantel und die Ärzte mit weißem Mantel, wo ja die Priester das Heiligste unterwegs ist, ja. Und dort muss man anfangen mit Reinheit, mit Sterilität. Bitte, da vermischen sich archaische, mythologische Elemente mit Dingen, die einer Vernunft widersprechen, die unvernünftig sind, die nicht keine Berechtigung haben. Vor einer Impfpflicht kann sich niemand entziehen. Was passiert im Falle von Nebenwirkungen? Es gibt empfohlene Impfungen und dafür haftet in Österreich oder auch in Deutschland der Staat. Ja? Aber wenn es eine Impfpflicht gibt, das übrigens ein Rückschritt ist in totalitäre Staaten, ja? Impfpflicht ist ein Rückschritt, ist kein Fortschritt. Es ist erschreckend. Nun, dann werden Impfschäden geleugnet. Aber es gibt sie. Es gibt alle Arten von Nebenwirkungen. Gehirnentzündungen, Lähmung, Blindheit, chronische Krankheiten entstehen, chronische Leberentzündung. Und das, was passiert dann? Ja? Dann wird natürlich selbstverständlich versucht, diese Nebenwirkungen zu leugnen. Sagen, ja, das ist zwar zeitlich Zusammenhang, aber kausal ist dieser Zusammenhang nicht gegeben. Das wird zuerst versucht, natürlich. Aber das Problem ist nämlich ein folgendes. Der Dienstgeber sagt, du musst dich jetzt impfen lassen, sonst kannst du bei mir nicht arbeiten. Ja? Streng genommen widerspricht das dem Arbeitnehmerschutzgesetz. Der Dienstgeber darf nämlich, zwar hat ein Fragerecht, er darf danach fragen, ob du Impfung hast, ja? Das sind ja unsere Gesundheitsdaten in Wirklichkeit, ob ich geimpft bin oder nicht. Aber er kann es nicht verlangen. Er kann danach fragen, aber ich kann es ihm verweigern. Also hier passiert bereits eine Gesetzesübertretung. Ja? Zum Zweiten ist Folgendes, es wird sogar gesagt, ich habe das Ansinnen von der KAGES, also der Krankenanstaltengesellschaft, durchgelesen, es wird sogar so gesagt, dass der Geimpfte keine Forderungen stellen darf, sollte er durch die Impfung eine Krankheit erleiden, ja? Und hier passieren zwei Rechtsbrüche, ja? Und selbstverständlich der arme, unwissende, dienstsuchende Mediziner oder Krankenschwester oder Labor kennt sich da ja gar nicht aus und unterwirft sich dieser Forderung. Es ist eine buchstäbliche Leugnung, dass Impfungen nicht nur Nebenwirkungen haben, sondern auch schwere, und dass es alle Wirkungen gibt,
von harmlos bis leicht, bis schwer, aber auch bis zum Tod. Und das ist auch der Grund, warum diese Ansinnen, dieser Versuch, diese Bestrebungen, die auf eine allgemeine Impfpflicht in Wirklichkeit hinauslaufen, von jetzt sofort an zu begegnen sind und zu widerstehen sind. Hier sagen wir Nein. Ob jetzt die Eltern von kleinen Kindern da sind, die an der Stelle, die in Wirklichkeit ja die Vertreter sind, oder ob es die Erwachsenen selber sind, es verlangt eine Impfung, eine umfassende Aufklärung, eine persönliche Aufklärung über die Gefahr der Krankheit, über das Risiko der Impfung und auch über die Nebenwirkungen der Impfungen und außerdem über die Sicherheit der Impfung.